Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team. Jawohl, Hood Rivals Classic 5 gegen 5. Wir kennen die Prozedur. Wir wissen, was auf uns zukommt. Alles, was wir wollen, ist gewinnen. Wäre natürlich schön, wenn wir es hinkriegen, klar. Schauen wir erstmal, ob wir einen Gegner finden, gegen den wir spielen dürfen, sollen, müssen, zu haben. Und dann hoffen, dass wir diesen Gegner schlagen können. Die letzten Wochen alle sehr positiv gelaufen. Ich hoffe, dass wir einfach an diese Leistung hier jetzt anknüpfen können. Wäre extrem schön. Würde mich extrem satisfying, nenne ich es mal. Aber am Ende können wir es halt nicht bestimmen, ob es so ist. Schauen wir mal. Nicht vergessen, ihr müsst immer noch fürs, oder ihr könnt immer noch, nicht müsst, ihr könnt. Es wäre schön, wenn ihr mitmacht, fürs Community Team of the Year voten. Link hatte ich ja schon auf Instagram geteilt, ansonsten einfach mal Google EA Sports NHL 24 Team of the Season Vote eingeben. Quebec 418, Pronger, Kucherov, McDavid, oh Gott hab uns selig, ach du grüne Neune. Wir sind zu Gast in Seattle. Oettinger wie immer bei uns im Tor, da hat sich nichts geändert, generell an unserer Aufstellung kaum Veränderung. Lediglich Sarah Nurse diese Woche neu mit dabei. Bolivien für unseren Gegner. Junior Hyena. Scheint zu wissen, was er da spielt. Los. McDavid, schade. Ist derjenige, der die Scheibe rüber lockt zu Hughes. Und wieder jemand, der sofort mit einem gewissen Trick ansetzen will. Anstatt, dass man vielleicht erstmal schaut, dass man die Scheibe zum 1-0. Oh Gott, und wieder ausgekontert. Oh, und wieder starke Parade von Jake Oettinger. Das ist Wahnsinn. Was der Moment rausholt für uns, ist echt von einem anderen Stern. Heisi, Dowdy, Harvey. Das war nicht geplant. Mario Lemieux. Howard Chuck. Eine Station weiter. Harvey gegen Kucherov. Harvey. Geblockt. Ja, sowas nicht gewollt. Chuck. Und wieder ein Check vom Gegner. Keller. Point. Boah, aber Chuck. Der war nicht ungefährlich. Power Keller mit hinten. Keller ist die einzige, die hinten ist. Und Oettinger hält fest. 0-0 nach 15 Minuten. Hart umkämpftes Spiel. Erik Karlsson. Sarnes. 99 Tempo. Grüßen da. Sarnes. Keller. Hillary Knight. 1-0 Sarnes. Stark gemacht. Gute Mädels-Kombo. Keller. Nurse holt sich die Scheibe. Knight holt sich die Scheibe. Kriegt den Pass hin. Und Nurse hat ein Empty Net vor sich. Weil Hellebuyck die Scheibe einfach quer durch den Torraum durchlässt. Und der Verteidiger nur zuschaut. Das ist gefährlich, das ist ganz gefährlich.
Also war gut gemeint, die Ablage. So, das 7 Sekunden noch. Heftiger Check, Svechnikov. Eisenmann. Und das ist die Zeit rum. Bau von Sarnas. War wichtig, war richtig, richtig wichtig. Zack, schön gespielt. Vor allem genau im richtigen Moment gespielt. 100% Passquote dagegen. Holy Kamoli. Das ist krass. Mein tiefsten Respekt dafür. Das ist wirklich krass. Wir starten mit der letzten Reihe in dieses Drittel. Ist nicht schlimm. Wir kennen unsere Leute. Wir kennen unsere Pappenheimer. Also, Dowdy, Harvey. Schade. Dowdy gegen McDavid. Oh, ist der schnell. Oh, da wollte dann zum Deke ansetzen. Heisi, oh, war nicht schlecht gemacht. Hat die Scheibe noch. McDavid. Hat die Scheibe immer noch. McDavid. Gibt 2 Minuten gegen unseren Gegner. Wegen Behinderung. Jo. Kann man schon mal geben. Burn Point. Carlson, den darf er nicht verlieren. Boah, saustark gelöst von Megan Keller. Und immer wieder kommen mir die Fragen, warum spielt Megan Keller bei dir? Warum nimmst du nicht jemand anders in die Verteidigung? Wieso sollte ich jemanden, die so spielt, rausnehmen? Das macht doch gar keinen Sinn. Mich so krass selber zu schwächen. Oh, Point jetzt mit der Strafe. Musste aber machen, weil das war gefährlich, der Winkel. Heiße jetzt beim Bulli. Auf dem Eis mit Gretzky, Harvey und Down. Oh, wie viel Glück kann man haben? Gibt's gar nicht. Dowdy kriegt die Scheibe nicht. Dowdy kriegt die Scheibe nicht. Und das ist das Problem in dieser Szene. Eine Scheibe, die eigentlich, wie soll ich sagen, abfangbar gewesen wäre, locker. Wird nicht abgefangen. Hoppala. Bullis wieder drin. Oh.
oder so an die Scheibe kommen. Extrem aggressiv. Oh, Knight. Giroud. Der hat Zeit, Giroud. Dann kommt in letzter Sekunde irgendwo noch eine Kelle her. Keller. Na, oh, McDavid. Komplett platt. Über für Kucherov, der kriegt noch mal einen ab. Keine Strafe, Hauchuck. Wieso ist das wieder keine Zeitstrafe? Das würde mich mal interessieren. Warte. Das war nicht in der Lage, wo ich sage, ja. Weil es 2 Minuten sind. Boah, Junge, es geht mir so auf den Sack. Was ist denn das da? Was ist denn das? Wo ist er denn da? Genau, mitten in unseren Beinen drin. Dieses Spiel macht mich kirre mit dem Scheiß, wirklich. Es ist echt, ich muss echt sagen, es nervt mich mittlerweile, weil es ist jedes Mal dasselbe. Wir kriegen jede scheiß Beinstellenstrafe, nehmen wir mit, und der Gegner kriegt fast nie eine. Und das ist extrem nervig. Hier wieder. Klare Aktion, klare 2 Minuten Strafe. Und wieder gibt's nichts. Das ist... Gretzky kommt nicht hin. Torhüterbehinderung. Nicht gegeben. Es war, er schießt, läuft in mein Torhüter rein, der andere schießt hinterher. Nix. Und wieder. Ja, jetzt schlägt er mit dem Schläger hinten nur noch rum. Das ist total... Oh, der Glück. Ja, Lemieux geht nicht hin. Boah, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Hast einen 94er auf dem Eis und der geht nicht zur Scheibe hin, Alter. Okay, das Blatt. Unser Glück. Howard Chuck steht halt auch 10 Meter abseits. Eieieiei. 9 Minuten noch. Gegner überzeugt halt mit einem immens krassen Passspiel. Wir kommen nicht an die Scheiben ran. Letzter. Gibt es die Strafe? Ja, es ist also die seine Schussanzahl ist natürlich höher, unsere Zeit in Offensiv ist höher und wir haben seine Passquote immens runtergeholt. Wir haben noch mehr als 3 Bullies gewonnen. Aber das stimmt doch auch nicht. So, Powerplay gegen Unterzahlspiel. 2 Minuten.
Macht sie gut. Macht sie richtig gut. Ah, Scheibe gerutscht dann raus aus der Offensivzone. Schade. 2:30. Die Hälfte der Zeit ist rum. Bis wir mehr als ein Viertel verbleiben denn in Overtime in Powerplay. Harvey dazwischen. McKinnon. Byron. Oh, wichtig, dass da der eigene Spieler von ihm derjenige ist, der die Scheibe abfälscht. Und wieder hinten festgefahren. Schau dir diesen Extremglitcher an. Es ist so eklig. Das kann nicht. Wieso wird jeder belohnt, der irgendwie diese Drecks-Glitch-Schüsse macht? Warum wird jeder belohnt von denen? Das ist so zum Kotzen. Du machst so ein tolles Spiel, du machst so ein Hammer-Ding, spielst mit der schlechteren Mannschaft den Gegner wirklich her und er holt zum ersten Glitchschuss aus und trifft und das kann nicht wahr sein. Das ist so nervig, ehrlich, es ist so nervig. Es ist Wahnsinn, ich krieg einen Kotzreiz. Wir spielen den 60 Minuten wirklich her mit unserer Mannschaft, die deutlich schlechter ist als seine. Und er holt in der letzten Minute mit dem ersten Glitchschuss aus und tritt, boah, sorry, da geht mir die Halsschlagader. Und das ist genau der Grund, warum ich langsam auf dieses Spiel keine Lust mehr habe. Egal, ob das am Freitag die Szene ist mit Heisi, wo wir benachteiligt werden. Heute, ich bin ja schon froh, dass er mal ein paar 2 Minuten Strafen bekommen hat. Aber wieder, in gewissen Szenen kriegt der Gegner einfach keine Strafen. Und es geht mir langsam auf den Sack. Weil wir spielen her, wir haben ihn von 100% Passquote auf unter 80% runtergeholt. Wir haben ständig eine 80+. Wir haben 10 Minuten Zeit in der Offensive. Machen ein super Spiel. Und am Ende ein Glitchschuss verloren. Wie gesagt, 97 Daudi von uns schafft es nicht, die Scheibe aufzuheben. Es ist echt. Hier, wird angeschossen, möchte die Scheibe haben, hat die Scheibe. Oh, plötzlich hat sie der Gegner. Es ist halt auch so unverdient, wie wir verlieren dann, weißt du? Gut, ist abgefälscht auch noch. Ist natürlich top. Ja, das setzt halt dem Ganzen dann nur noch dieses Ding auf. Weißt du, ein Spieler, da läuft die KI, muss ich sagen, da macht die KI einmal was scheiße beim Gegner, indem sie ihm genauso einen Schuss reinläuft und das reicht dann wieder aus für ein Tor. Puh. Es ist echt zum Kotzen. Weißt, wir versuchen nicht ständig auf ein Glitch-Tor zu gehen, versuchen den Gegner auszuspielen, versuchen irgendwie ein schönes Tor zu machen. Aber warum? Warum geben wir uns eigentlich die Mühe? Das ist halt die Frage, die ich mir langsam stelle. Warum geben wir uns die Mühe, versuchen es immer schön zu machen, damit wir was Schönes zum Anschauen haben und der Gegner macht seine 4 Glitch-Tore und das reicht. Ich verstehe es einfach nicht. Finde es aber schade. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao, mein Frau. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.